Pen and Paper Frostcast. Erstmal guten Nachmittag. Ja, genau. Guten Tag. Ich habe hier Saishiroa, ein Freund aus dem Drachenzwinge-Forum, der mit mir gemeinsam jetzt die Welt von Warhammer 40k erkunden wird. Und wir möchten da so einen kleinen Überblick geben. Die Welt ist gewaltig, aber so einen groben Einstieg. Wir wissen noch nicht genau, wie lange das geht. Wir rechnen so mit ja, 40, 50, 60 Minuten. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und möchten da dann jemandem, der noch gar keine Ahnung hat, einen Überblick geben, damit der da den Einstieg in diese Welt schafft. Ja, hallo, Saishi. Guten Abend. Ja, es ist zwar ein sehr ambitioniertes Ziel, das du dir vorgenommen hast, aber wir werden es auf jeden Fall mal versuchen. Zumindest haben wir es damals auch geschafft. Ja, wir haben es geschafft, in der Tat, ja. Gut, dann, wo starten wir, wenn wir das Imperium vom Imperator beschreiben wollen? Vermutlich auf der Erde, vermutlich im Jahr 0, beziehungsweise, naja, wir sind jetzt aktuell irgendwo im Jahr 2018, würden wir einfach mal sagen, wir starten so da, wo wir gerade sind, bei diesem Tech-Stand. Dann würde ich sagen, der Imperator ist einer von uns, er ist unter uns und Türke. Er ist unter uns und Türke, gut. Das ist leider kein Scherz, oder was heißt leider? Es ist kein Scherz. Nach dem offiziellen Fluff ist der Imperator in der Tat in Anatolien geboren. Mhm. Zwar weit vor unserer Zeit, aber im heutigen Staatsgefüge würde es ihn zu einem Türken machen. Er sieht auch entsprechend aus, schwarze Haare, kantiges Gesicht, aber eigentlich ist die Figur des Imperators für das aktuelle Spielen von Warhammer 40k relativ uninteressant. Der Imperator ist nicht viel mehr für die meisten Menschen als eine weit entfernte Gottesfigur. So gut wie niemand hat ihn jemals zu Gesicht bekommen und auch seine in Anführungsstrichen Vertrauten sehen ihn eigentlich so gut wie nie. Was viel damit zu tun hat, dass er ziemlich tot ist. Naja, halbtot. Wir sprechen jetzt ja wahrscheinlich von Warhammer 40k, das heißt, wir spielen im 41. Millennium und nicht im 30. Es gibt ja auch die Horus Heresy, die im 30. spielt, die von Games Workshop gerade stark vermarktet wird, aber wir konzentrieren uns jetzt mal lieber aufs 40. Jahrtausend. Genau. Wir können natürlich nochmal drauf eingehen, was da dann passiert ist, dass er jetzt als in Anführungsstrichen Leiche auf dem Thron liegt. Gehen wir ein bisschen über diesen 30., über das 30. Jahrtausend rüber und dann machen wir weiter am 40. Klar, man braucht die Vergangenheit, um das 40. verstehen zu können, weil diese Pseudogeschichte auch effektiv ist, wovon das Setting lebt. Aber wir betrachten es jetzt alles strikt aus Sicht des 40. Millenniums und dessen, was die Leute dort wissen oder glauben zu wissen. Genau. Was bedeutet, wie gesagt, Imperator-Gottfigur? Wird auch im normalen Volk als der Gott-Imperator bezeichnet. Die Bevölkerung der Menschheit, der Galaxie, man sollte dazu sagen, die Menschheit hat in 40k große Teile der Galaxie, der Milchstraße, für sich beansprucht und hat die auch besiedelt. Diese Besiedlung nimmt unterschiedliche Formen an. Es gibt auch keinen einheitlichen Tech-Standard. Dazu kommen wir sicher später auch noch. Aber jede Welt betet den Imperator auch etwas anders an. In dieses ganze Chaos kommt dann natürlich die Kirche des Imperators. Die kann man sich im Großen und Ganzen vorstellen, wie die institutionalisierte katholische Staatskirche des 13., 14., 15. Jahrhunderts in Europa. Also große Landbesitzungen, viel weltliche Macht, aber eigentlich auf Spirituelle fokussiert. Vor allem eben auch nach dem 30. Jahrtausend, da wurde es ja alles nochmal sehr vergöttlicht, möchte ich sagen. Ne? Genau, also quasi das Imperium, wie es heute ist, in Anführungsstrichen, also heute spricht von 40k, ist eine 10.000 Jahre alte Theokratie im Großen und Ganzen. An der Spitze dessen steht der Gottimperator, der von allen angebetet und vergöttlicht wird. Also jeder, vom kleinsten Arbeiter bis hin zum höchsten Funktionär und Adligen betet den Gottimperator als seinen göttlichen Herrscher an. Die weltliche Herrschaft ist auch relativ strikt von der Kirche getrennt. Nach blutigen Rebellionen vor 5.000 Jahren hat man der Kirche auch verboten, Waffen zu tragen und quasi militärische Macht auszuüben. Es hat auch größtenteils funktioniert, aber heutzutage ist die Kirche wirklich die spirituelle Institution des Imperiums. Gibt sowas wie ein paar Ausnahmen, so ein paar Gotteskrieger, gehen wir glaube ich später nochmal drauf ein, aber ganz generell ohne Waffen. Generell ohne Waffen, also man sollte dazu sagen, es gibt da einen tollen Satz, und zwar hat man der Kirche damals verboten, Männer unter Waffen zu halten. Ja, und jetzt benutzen sie Frauen. Genau, jetzt benutzen sie Frauen unter Waffen. Naja. Es folgt halt eher so dem Letter of the Law instead of the Spirit of the Law. Genau. Wir haben die Lücke gefunden und benutzen sie. Genau. Und die Lücke wird auch toleriert, weil es sich bei diesen Frauen um quasi sehr religiöse Ordensschwestern handelt, die auch eher die spirituellen Aufgaben der Kirche durchsetzen als weltliche Interessen. Die Nonne mit dem Kettensägenschwert.
Aber dazu später mehr für unsere männlichen Zuschauer. Richtig. Sehr religiös. Der beste Spruch, der das enkapsuliert, ist wahrscheinlich, dass der typische imperiale Bürger eher ohne Unterhosen als ohne ein heiliges Kreuz aus dem Haus gehen würde. Ja, sehr gut. Dann kommen wir mal gleich zu dem, was die Menschheit ausmacht im 40. Millennium. Es ist nicht mehr die Technologie. Es ist auch nicht mehr wirklich der Glaube. Es ist vielmehr das, was China heutzutage auch groß macht, die Bevölkerungszahlen. Die Masse. Ja, die Menschheit existiert in einer unglaublichen Masse. Auf vielen Welten des Imperiums stapeln sich die Menschen förmlich übereinander. Das sind Bevölkerungen in den hunderten Milliarden nicht selten. Was natürlich dazu führt, dass es recht voll wird. Und was natürlich auch dazu führt, dass einzelne Menschen eher uninteressant sind. Kombiniert man das mit einem großen Problem, das die Menschheit in 40k hat, nämlich, dass sie langsam ihre Technologie verliert. Alte Technologien sind wertvoller als neuere. Und grundsätzlich ist es so, dass die alten Dinge im Imperium besser sind als die neuen Dinge. Imperium wird von allen Seiten auch belagert. Also es befindet sich im ständigen Krieg mit Xenos und Verrätern und allem, was sonst noch sich irgendwie aus den finstersten Ecken der Galaxie hervorwindet. Kurz zur Erklärung, Xenos aus dem Griechischen sind einfach die Fremden, also einfach Aliens aus verschiedenster Herkunft. Ob das jetzt elfengleiche Wesenheiten sind oder orkische Kreaturen, die dann barbarisch leben, das ist dann immer auf die Ecke des Imperiums abhängig, aber ganz generell sind Xenos immer erstmal die Bösen und die Fremden und nicht Menschen. Ja, das ist das Wichtige an Xenos. Es ist ja auch jetzt bei uns üblich, ja, es gibt ja auch Xeno-Archäologen, auch heute schon, die halt versuchen, auf anderen Welten Ausgrabungen zu machen. Ja, es gibt Xenobiologen heutzutage schon. Die NASA hat Xenobiologen. Genauso wird der Begriff in 40k auch benutzt. Ne? Also Xeno ist alles fremdweltlich, alles, was nicht Mensch ist. Natürlich sehr vereinfacht, aber das ist auch, wovon das Imperium lebt. Das Imperium lebt in weiten Teilen wirklich von der Engständigkeit seiner Visionen. Man nennt dieses System hier nicht umsonst Catholic Space Nazis. Ja, es läuft wirklich darauf hinaus. Es sind Katholiken, es sind Nazis und sie sind in Space. Also Technologie in seiner speziellen Funktion nimmt eher einen Rücksitz ein. Technologie in 40k ist was Mythisches, was Gottgegebenes und wird auch als solches verehrt. Low-Tech, das was wir heute als Technologie kennen, ist schon eher in Hand von normalen Menschen. Und wird auch relativ gut verstanden. Also sowas wie ein Lasergewehr, ne? Ja. Ist jetzt aktuell ist es eine sehr exotische Waffe, aber da, ja, Lasergewehre werden halt jedem Soldaten in die Hand gedrückt. Hier, mach mal Ziel nach vorne und drück auf den Knopf und dann fällt der Feind hoffentlich um. Von sowas reden wir da nicht, aber jetzt, wenn wir über Raumschiffe zum Beispiel reden, Raumschiffe sind dann meist sehr alt und keiner weiß genau, wie man die bedient. Man braucht dann spezielle Tech-Priester, die das dann eben verstanden haben. Aber das ist eben auch so ein bisschen diese Faszination, die zumindest mir dann bei Warhammer dann vorkommt, weil es ja eigentlich ein Science-Fiction-System ist, was aber keine Technologie mehr besitzt oder nicht wirklich mehr verstanden hat. Die Tech ist schon da und was du Tech-Priestern ansprichst, ist auch wichtig. Die Priester, das ist wirklich auch der Begriff, die wissen nicht wirklich, wie die Tech funktioniert. Die haben nur quasi die Rituale auswendig gelernt, wie die Tech zu bedienen ist. Ja, also quasi, sie haben halt die Bedienungsanleitung insofern auswendig gelernt, okay, drück Knopf A, drück Knopf B und dann Knopf C, dann springt die Maschine an. Warum die Maschine anspringt, ist auch für die Priester ein Mysterium. Ja, wir haben dann irgendwelche Knöpfe, da stehen natürlich irgendwelche Zahlen oder Buchstaben drauf. Sie werden allerdings als Runen verstanden, da eben dann auch nochmal Runen, der Vergleich dann zu den alten Religionen. Ja, klar, sie wissen nicht genau, was diese Buchstaben, diese Zeichen drauf bedeuten, aber wenn ich diese Reihenfolge auswendig gelernt habe, dann geht's halt an. Genau. Und das kommt auch bei der Konstruktion rein. Es gibt aus der weiten Vergangenheit der Menschheit, als die Menschheit quasi die Galaxie erobert und bevölkert hat, was lange Zeit vor dem Imperium war, gibt es die sogenannten Standard Construction Templates. Das waren quasi riesige Tech-Bibliotheken, die Kolonisten mit auf die Reise genommen haben. Also wenn Kolonisten eine neue Welt bevölkert haben, dann haben sie ein STC mitgenommen, Standard Construction Template, um quasi das komplette technologische Wissen der Menschheit in einer handlichen Format mitnehmen zu können und dann halt auch eine Kolonie bauen zu können. Auf diesen STCs basiert auch die Technologie im Imperium. Aber diese STCs wurden vor 20.000, 30.000 Jahren erschaffen und sind heute kaum noch nutzbar.
Und dadurch, dass die SCCs halt effektiv alles enthielten, was für Tech notwendig war und keinerlei Grundlagenforschung mitbrachten, weil war ja nicht nötig, die war ja bekannt, basiert auch die ganze imperiale Tech auf diesen SCCs und dementsprechend auch völlig ohne Grundlagen. Sie haben quasi einmal das große For Dummies Handbuch gefunden, was ihnen zwar erlaubt, Tech zu benutzen und herzustellen in weiten Teilen auch, aber halt keinerlei Verständnis dafür zu entwickeln. Genau, man muss nicht mehr verstehen, wie es geht, es funktioniert einfach und das ist dann eben der Punkt. Ja, das ist ein gutes Beispiel sind heutige Smartphones. Ich meine, jeder hat es in der Tasche, jeder kann es bedienen, aber wie viele von uns wirklich verstehen, was sie da in der Tasche haben? Ich würde wetten, keiner, nicht mal die Softwareingenieure. Also ich meine, ich habe jetzt auch Physik irgendwie studiert, aber so ein Touchscreen mit dann irgendwelchen Kristallen, die dann ausgerichtet werden, ne, das ist schon mal eine Nummer krasser. Ich bin froh, dass es geht. Ich kann es anschalten, ich kann es benutzen, aber sowas selber herstellen, das geht natürlich nicht einfach. Und das ist der Punkt, wo die Menschheit mit Technologie ist. Und dadurch, dass dieses Wissen halt immer weiter auch verloren geht, durch Geheimniskrämerei, durch teilweise auch religiöse Verblendung und einfach auch durch Überforderung. Weil natürlich alles getan wird, um diese Technologie irgendwie zu retten, aber es reicht halt einfach nicht und es wird halt immer schlechter. Man spielt schon wirklich in der Endtime. Also das Imperium, das man in 40k bespielt, ist auf dem absteigenden Ast. Ja, man macht so ein bisschen Rückschritte. Also ich vergleiche es mal so ein bisschen mit Galileo Galilei. Wir haben jetzt irgendwie ganz viel Technik bekommen, machen jetzt aber den Rückschritt wieder hin zu Galileo, dass dann die Kirche einem sagt, ja, die Welt ist halt trotzdem wieder im Zentrum und wir drehen uns nicht um die Sonne. Ne? Eigentlich war das mal bekannt, aber jetzt gehen wir wieder zurück zum Terra, beziehungsweise die Erde ist in der Mitte. Ein guter Vergleich heutzutage ist auch die UdSSR und ihre ehemaligen Satellitenstaaten. Als die UdSSR noch im vollen Gange war und das Regime funktioniert hat, gab es dutzende wissenschaftliche Projekte, Raumfahrtprojekte, Forschungsprojekte in den entlegensten Winkel der Welt. Und mit dem Wegfallen dieses Regimes sind diese Projekte einfach verkommen. Es hat sich niemand mehr dafür interessiert. Die waren ja auch nicht wichtig. Und das führt zum Beispiel in manchen imperialen Welten als kleines Fluff-Beispiel dazu, dass man zum Beispiel eine Siedlung um einen uralten Turm herum errichtet hat. Die Bevölkerung erzählt sich, dass dieser Turm sie irgendwie schützen würde. Zeiten der Krise oder sonst irgendwie. Oder vor Xenos oder vor Angriffen. Wer weiß. Es ist nicht so wichtig. Es ist halt, das Wissen in der Bevölkerung ist da, dieser Turm beschützt die Leute. In der Realität, wenn man es sich dann betrachtet, ist dieser Turm ein uraltes Technologiestück, das halt seit Jahrtausenden als Schildgenerator funktioniert hat. Und das Ding war völlig wartungsfrei die letzten 6000 Jahre und hat hervorragend funktioniert, aber irgendwann kommt es halt doch an die Grenzen seiner Belastbarkeit und ist verschlissen. Und man musste es die letzten 6000 Jahre nicht warten, weil die Tech so gut war. Und jetzt ist sie halt nicht mehr so gut. Und wenn der nächste Angriff kommt, vielleicht funktioniert es noch. Vielleicht aber auch nicht mehr. Und dann ist es natürlich für immer verloren, was der Feind zerstört hat. Ja, genau. Wie kam es jetzt zu diesem Rückfall? Also, ja, wir haben ja irgendwie gesagt, es gab dann, nachdem wir uns ausgebreitet haben, ein Problem. Es war dann ein Krieg und der fand dann im 30. Jahrtausend statt. Was ist genau da passiert? Also, wie ging das los? Ich glaube, da müssen wir dann auch noch mal ein bisschen diese Space Marines einführen. Müssen wir weiter ausholen, ja. Bevor wir die Holosphäre erklären können, müssen wir davor erklären. Und zwar vor dem Imperium, also vor dem 30. Millennium, war das, was in 40k heute als The Dark Age of Technology bekannt ist. Nicht in dem Sinne, wie wir heute das Dunkle, also Dark Ages, Middle Ages kennen, dass es schlecht war, sondern es war quasi die Zeit der technologischen Wunder. Und diese Zeit ging dann in eine finstere Zeit der Technologie über, in der das menschliche Raumreich zerfallen ist, die Kolonien in Kontakt mit Terra verloren haben, und generell alles quasi in sich zusammengebrochen ist. Wenn ihr es wissenschaftlich betrachten wollt, schaut euch gerne mal Systems Collapse an. Das ist eine Theorie, die da ungefähr hinpasst. Aber in 40k führt es eben dazu, dass die Technologie verschwand für die Menschheit. Terra selbst in die Barbarei verfiel. So ein typisches postapokalyptisches Szenario auf der Welt war. Und es endete erst nach mehreren tausend Jahren der Verheerung, als sich, was man heute als der Imperator kennt, in Vereinigungskriegen erst die Erde untertan machte, dann den Mars eroberte und dann sich quasi genmodifizierte Superkriege erschuf, mit denen er hinauszog, um die Galaxie zu erobern. Das ist, was man heute im Imperium als The Founding kennt, also die Gründung. Also wir haben, wie gesagt, uns ausgebreitet. Wir besitzen 1 Million Welten, zumindest so in der Theorie, mit mehreren Milliarden
ja, Menschen darauf, und das kann jetzt eine einzige Person natürlich nicht alleine bewerkstelligen, auch wenn er göttlich ist, auch wenn er irgendwie der Imperator ist, aber ja, da braucht man schon ein bisschen Hilfe, und dementsprechend da dann die Superkrieger, die Space Marines. Genau. Die haben ihm zum einen die Welten erobert, zum anderen waren sie auch dafür gedacht, diese später dann auch in seinem Namen zu verwalten. Dazu kam es aber nicht. Diese Space Marines, diese Superkrieger, waren in 10 Legionen organisiert und die Hälfte dieser 10 Legionen haben sich unter der Führung von Horus, dem quasi Lieblingssohn des Imperators, gegen ihn gewandt, ihn verraten und Terra belagert. Das ist, was man heute als die Horus-Heresie kennt. Und daher auch der tolle Spruch, Horus take the hindmost. Wenn man doch mal weglaufen muss, was öfter vorkommt. Diese Heresie war ein riesiges Ereignis, das Imperium in seinen Grundfesten erschüttert hat. Das hat Unmengen an alter Technologie und Werten vernichtet. Das Imperium hat zwar den Sieg davon getragen, aber es war für einen hohen Preis. Ja, hohe Kosten. Ja, hohe Kosten, sehr hohe Kosten. Zum einen wurde der Imperator so schwer verwundet, dass er quasi nicht mehr im Tagesgeschehen des Imperiums teilnehmen konnte. Er wurde damals in den Goldenen Thron, eine Art Lebenserhaltungsmaschine, eingebettet und fristet seitdem von dort seine Existenz. An seiner Statt verwalten die Hohen Herren von Terra das Imperium für ihn. Ein Senatorenkonzil, ne? Mehrere hohe Typisches Leute. römischer Senat, ja. Genau, richtig. Die Typischer jetzt römischer dadurch Senat. aufpassen, er selber, wie gesagt, nicht mehr wirklich lebensfähig. Er lebt zwar noch und sendet sowas wie ein Signal aus, ein Lebenssignal, aber verwalten kann er das Imperium nicht mehr, und dementsprechend machen das dann eben diese Senatoren für ihn. Genau. Das ist quasi seit 10.000 Jahren der Fall, seit der Horus-Heresie. Da der Imperator nicht mehr so aktiv am Tagesgeschehen teilnimmt, also aktives Tagesgeschehen ist eh relativ, Kommunikation im Imperium ist unglaublich schwierig. Es gibt zwar schneller als Lichtkommunikation, die ist aber beileibe nicht instant. Also Nachrichten haben teilweise Laufzeiten von mehreren Jahren, um das ganze Imperium zu erreichen. Also wenn von Terra was abgeschickt wird, kann es durchaus 2, 3 Jahre dauern, bis diese Nachricht die Grenzen des Imperiums erreicht. Das liegt dann auch an der Struktur dieses Warps. Man nennt diesen Subraum, also diesen Überlichtgeschwindigkeitsraum, den nennt man dann den Warp. Der existiert irgendwie außerhalb der Sphären, wenn man das so sagen kann. Und das kann auch sein, dass die Nachrichten komplett verloren gehen, wenn man sie abschickt. Es kann aber auch was ganz Abgespacedes damit passieren, und sie kommen dann in der Vergangenheit an. Also bevor sie abgesendet worden sind, kommen sie an. Auch sowas Kann wäre auch passieren, möglich. ja. Genau. Das kommt gelegentlich vor, ist jetzt nicht die Norm, aber it happens. Wäre möglich, genau. Ja, und klar, sie verlieren sich auch teilweise völlig, teilweise werden sie auch einfach verstümmelt. Teilweise kommt halt nur die Hälfte der Nachricht an oder nur ein Viertel, wenn es dumm läuft. Alles kann passieren. Und selbst der Schiffsverkehr, also jetzt quasi die Nachricht mit Kurier rauszuschicken, dauert A noch viel, viel länger, und ist auch nicht zuverlässig. Das Schiff kann verloren gehen, und viele tausend andere Dinge, die schiefgehen können. Dementsprechend ist Kommunikation ohnehin schwierig. Und viele Welten im Imperium existieren Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang ohne größeren Kontakt zum eigentlichen Imperium. Dadurch kann natürlich auch die Kultur verloren gehen, oder dieser Kult um den Imperator kann dann eben auch ein bisschen abgewandelt werden. Wenn man dann seit tausend von Jahren ja, keine Raumschiffe mehr gesehen hat, dann weiß man nur noch, es gibt da oben irgendwelche Engel, die kommen mal runter, und man betet irgendwie einen Gott entfernt an, und ab und zu scheint mal die Sonne, könnte ja auch die Sonne sein, so dass man dann diesen imperialen Kult als Sonnenkult, ja, vielleicht ein bisschen abgewandelt, vielleicht ein bisschen was vergessen, dazu erfunden, irgendwelche Sagen und Mythen, die dann von alten Leuten erzählt wird. Also je nachdem, wie imperial diese Welt dann ist, könnte da dann ja auch was verloren gegangen sein. Das ist auch eine der Stärken, warum das Imperium überhaupt so stark auf Religion setzt. Einfach wegen dieser Kommunikation. Weil Religion sich bewiesen hat. Weil Religion im Laufe der Jahrtausende immer wieder bewiesen hat, dass es standhaft ist. Dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass du ein religiöses Volk wieder integrieren kannst, wenn du es nach 100 Jahren wieder findest, als ein nicht religiöses. Macht Mut, wenn man dann irgendwie verzweifelt ist, wenn dann ja die Sonne nicht mehr scheint oder irgendwelche Xenos angreifen, dann versucht man natürlich noch eine Nachricht zu senden, schickt uns mal ein paar Truppen, schickt uns mal ein paar Soldaten. Wenn das dann eben Jahre braucht, bis diese Nachricht ankommt, und wieder Jahre, bis dann eben auch die Truppen ankommen, dann muss man eben mit verzweifeltem Mut sein Leben für den Imperator geben, damit man irgendwie noch so einen letzten Sinn in seinem Leben sucht. Ja, in der Tat. Und da kommt auch ein guter Punkt dahin. Die Truppen sind einer der wichtigsten Aspekte des Imperiums heute. Also das Imperium erhebt von jeder Welt, die ihm angehört, Steuern.
die lokalen Regierungsdetails interessieren das Imperium eigentlich nicht so direkt. Ja? Ob du jetzt eine Demokratie bist oder eine Erbmonarchie oder whatever, ist dem Imperium egal. Hauptsache, du bezahlst deine Steuern. Hauptsache, du bezahlst deine Steuern. Ob das dein Präsident oder dein König oder vielleicht auch dein Imperator anstellt, das ist total egal fürs Imperium. Aber wehe, du zahlst deine Steuern nicht. Ja, wie kann man die Steuern bezahlen? Es geht hier nicht unbedingt um Geld oder um Throne, sondern vor allem auch um Materialien. Wenn man eine ja sehr technologische Welt noch ist und da dann doch so ein paar Module hat, dann kann man natürlich mit Eisen bezahlen, also Panzern oder Lasergewehren, das wäre möglich. Oder, naja, wenn man keinen solchen Tech-Standard hat, dann kann man auch Menschen schicken. Ja, das Imperium braucht immer frische Truppen. Die gehen auch in rauen Mengen verloren. Und dementsprechend braucht man auch raue Mengen an Nachschub. Aber glücklicherweise hat das Imperium eine Bevölkerung, die gar nicht zählbar ist. Dementsprechend macht ja nichts, wenn ein paar Leute darauf gehen. Wichtig oder schlecht ist nur, wenn sie auch ihre Ausrüstung verlieren dabei. Genau. Das wäre blöd. Die Ausrüstung, das ist teuer. Menschenleben, ja gut, musst du halt ein bisschen ja, Prometheum nachfüllen, damit du dann den Planeten wieder anfliegst und dann wieder neue Menschen holst. Aber ja, wie gesagt, Ausrüstung, also Panzer, Lasergewehre, das ist teuer. Und es ist auch in der Tat so, dass in den imperialen Armeen, von denen es Tausende gibt, also das Imperium weiß schon um die Heimatverbundenheit seiner Subjekte und dementsprechend werden Armeen üblicherweise von einer Welt ausgehoben. Also du hast keine Mischarmeen zwischen verschiedenen Welten, das ist extrem selten. Normalerweise hebst du ein Regiment von einer Welt aus. Regimenter sind dann irgendwo zwischen, je nach Planet, 5.000 bis 10.000 Leute. Komplett selbstständige Militäreinheit, die wird, wie sie ist, von der Welt ausgerüstet, ausgestattet und ans Imperium übergeben. Das Imperium kommt mit dem Raumschiff vorbei, lädt die ein und fliegt zum nächsten Kriegsschauplatz. Genau. Dementsprechend schwankt da auch ganz, ganz stark die Qualität. Das kommt immer darauf an, wie der Planet so aussieht. Wir haben dann verschiedenste Strukturen. Wir sprechen davon sowas wie einem Urzeitplanet, wer dann ja vielleicht Urwald bedeckt ist, wo dann irgendwelche Monster noch drin leben. Nicht unbedingt kulturschaffende Xenos, aber ja so Dinosaurier, was auch immer man sich da einfallen lässt, irgendwelche widerlichen Kreaturen. Und wenn dann ein Mensch da versucht zu überleben, ja, dann muss er sich eben auch im Kriege ein bisschen stehlen. Und wenn dann das Imperium vorbeifliegt und den nach 20 oder 30 Jahren dann einsammelt, dann hat er natürlich in seiner ganzen Lebenszeit schon gekämpft und gedient und weiß, wie man dann entweder schießt mit einem Lasergewehr oder wie man mit einem Messer umgeht. Ja, wenn man dann in einer Harp-Welt wohnt und nicht wirklich sein Leben lang gekämpft hat, sondern irgendwie in der Schmiede mal stand, dann kann es auch sein, dass man von der Qualität dieses Planeten nicht ganz so überzeugt ist. Ja, in der Tat. Und dementsprechend werden diese Regimenter, je nachdem von welcher Welt sie kommen, auch unterschiedlich wertgeschätzt von den Kommandanten des Imperiums. Je nachdem, was er braucht. Und dadurch, dass das Imperium keine einheitlichen Tech-Standards hat, gibt es natürlich auch völlig unterschiedlich ausgerüstete Bataillone. Das heißt, es kann dir als Kommandant im Imperium durchaus passieren, dass du hier einen Trupp von 1000 Mann von irgendeiner Hochtechnologiewelt bekommst, ja, die hervorragend ausgestattet sind. Und dann kriegst du noch irgendwie 5 Regimenter von irgendwelchen Dreckslöchern, ja, die dir halt ihre lästlichen Drogenjunkies angedreht haben und gesagt haben, hier, habt ihr einen Lifetime Supply of Drugs and go! Gibt's durchaus. Gibt's alles davon. Dementsprechend kann man halt natürlich als Imperialer Kommandant den Goldesel ziehen, ja, oder du hast dann einfach Pech und kriegst halt irgendwie 2 Regimenter von Unfähigen und viel Spaß damit, ja. Wir haben leider vor 100 Jahren nicht vorhersehen können, dass du Scheiße bekommst, geh trotzdem in diesen Kreuzzug. Ja, dann verheizt man den in der Hoffnung, dass man beim nächsten Mal mehr Glück hat. Ja, genau. Also ja. Hoffen wir, dass wir einen anderen Planeten anfliegen, der uns dann bessere Sachen liefert. Jo, absolut. Also man merkt schon, wenn wir uns jetzt hier so unterhalten, es ist schon ein bisschen skurril. Der Mensch ist nicht wirklich viel wert. Es ist echt ein bisschen pervers, möchte man meinen. Ja, ein tolles Beispiel dafür geben zum Beispiel auch die Imperial Armor Volumes, die Forgeworld rausgebracht hat. Das sind so quasi kleine Kampagnenbände, wo auch so ein bisschen die Hintergründe dieser jeweiligen Kriegskampagnen erklärt werden. Und das ist teilweise hoch amüsant zu lesen. Es gab da zum Beispiel eine, da fällt eine Monitoriumswelt, also quasi ein Nachschubdepot, eine komplette Welt, nur Nachschubdepot für die Armee, fällt quasi ans Chaos, an den Feind. Zu Chaos kommen wir später noch. Und dann kannst du da in diesem Buch schön nachlesen, ja, also
Das, wir haben das Ding eigentlich befestigt, dass es uneinnehmbar ist. Aber wir sollten es schon zurückerobern, allein aus imperialen und moralischen Gründen. Das kann man nicht durchgehen lassen. Ja, was machen wir jetzt? Naja, okay, wir fliegen den Planeten erstmal an, wir bauen eine Raumblockade auf und dann werfen wir mal so 500.000 Truppen runter und gucken wir mal, was passiert. Die werden nicht sterben, das ist scheißegal. Wir wissen, dass das passieren wird. Das ist die Aufklärung. Ja, wir müssen irgendwo anfangen. Dann schauen wir halt mal, vielleicht klappt irgendwas nicht, vielleicht kriegen wir irgendwo einen Brückenkopf hin, juhu. Und wenn nicht, ja, dann probieren wir es nochmal. Wieder 500.000. Ja, und wenn das nicht klappt, dann kommen wir beim nächsten Mal mit nicht 500.000, sondern mit 20 Millionen und dann klappt es sicher. So läuft es dann. Also da verläuft diese Kampagne, sie schicken dann die ersten 500.000 runter, war nix, okay, probieren die zweite 500.000, ah, super, da ist ein Bunker kaputt gegangen. Den können wir nehmen als Brückenkopf, jetzt landen wir da unsere restlichen Millionen ab und dann hauen wir mal ab für 10 Jahre und holen Nachschub. Wir sehen uns in 10 Jahren. Macht was draus. Ja, genau. Ihr habt jetzt hier diesen Brückenkopf. Ihr seid 1 Million Soldaten. Haltet den bitte gegen den Rest der Welt. Und wir sehen uns in 5 bis 10 Jahren wieder. Mal schauen, wann. Warp-Reisen sind nämlich leider nicht wirklich planbar. Es kann sein, dass du gestern ankommst, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder es kann sein, dass du erst in so 5 bis 10 Jahren ankommst. Vielleicht kommst du aber auch in 11 Jahren an. Who knows? Everything can happen. Und ja, es läuft dann darauf hinaus, dass sie da diesen Planeten 4, 5 Jahre halten müssen. Dann kommt die imperiale Flotte zurück, bringt Verstärkung mit. Die Überlebenden, die gerade noch so den Brückenkopf halten, werden natürlich dann abgelöst. Falscher Satz. Sie werden fertig verheizt und dann ersetzt. Fertig verheizt, ja. Oder der Rest eben nochmal kurz vorher befördert, damit sie sich nochmal Norden an die Brust stecken können. Der Name wird irgendwie auf eine Steinplatte eingraviert und wenn du Glück hast, wird diese Steinplatte irgendwann nach Terra gebracht, damit du mit deinem Namen irgendwo in Terra rumliegst. Oder zumindest auf die Sektorhauptwelt, das wäre ja auch schon mal eine Sache. Genau. Ja, das ist eine große Erde. Na, kommst du irgendwie in so einen großen Keller, irgendwie eine große Bunkeranlage, da liegen dann 1 Million andere Steinplatten, aber dein Name steht eben auf dieser Platte. Juhu. Aber es ist auch nicht, es ist auch keine schlechte Ehrung. Also allein das überhaupt, ich meine, man darf nicht vergessen, wir reden hier nicht von 7 oder 8 Milliarden Menschen, wir reden von Hunderten von Milliarden auf nur einer Welt. Ein Name, der deine Welt verlässt, ist schon ein Gewinn. Mhm, stimmt. Also es hört sich ein bisschen zynisch an, aber es ist halt wirklich eine Ära, also das darf man jetzt nicht verkennen. Ja, und gut, wir haben jetzt irgendwie was gesagt von so einer Forge World, also so einer Fabrikwelt, wenn da irgendwelche Panzer gefertigt werden. Mhm. Klar, wenn du dann irgendwie so eine Urzeitwelt hast und da bricht dann das Chaos aus, ja, was interessiert uns der Dschungel, was interessiert uns die Tierwelt? Wir können diesen ganzen Planeten auch vernichten, wenn wir damit das Chaos eindämmen können und damit es sich eben nicht ausbreitet. Also wenn dann da irgendwie noch 1 Milliarde Menschen auf diesem Planeten leben, das interessiert uns nicht. Wir jagen da trotzdem irgendwie ein paar Biobakterien runter, damit dann eben alles da unten stirbt. Wäre auch eine andere Möglichkeit. Das wäre auch die Option, die das Imperium auch öfter mal wahrnimmt. Man versucht, diese Planetenzerstörerei im Rahmen zu halten, aber wenn gerade der Falsche am Knopf sitzt, dann sitzt halt der falsche Trump am Knopf. Also, das passiert. Wobei man sagen muss, das Recht, diese Welten zu vernichten, ist recht selten im Imperium. Das müssen schon die höheren Stellen anordnen. Aber es kommt vor. Also vor allem, wenn die Welt nicht schon strategisch wichtig ist oder vielleicht noch aus Falle genutzt werden kann, dass es sagt, wir investieren jetzt da noch irgendwie, 200.000, 300.000 Leute und versuchen den Gegner glauben zu machen, dass wir wirklich uns um diese Welt sorgen. Wenn er dann seine Truppen anleitet, dann puff. Genau. Machen wir so einen kleinen Köder, ein Lockmittel und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, hey, vielleicht können wir irgendwie den Bodycount in seine Richtung ein bisschen verschieben. Passt, ist auch ein Sieg. Genau, also das ist so das Gängige im Imperium. Wir versuchen, unsere Welten zu halten. Wir versuchen noch so ein bisschen ein paar Kreuzzüge zu führen, um andere Sachen zu erobern. Wir ziehen Steuern ein von Planeten in Form von Menschen oder in Form von Technik. Material vor allem, oder Geld, ja. Genau, vor allem Militärtechnik. Das ist so das, wie das Imperium funktioniert. Ja, und dementsprechend hat das Imperium natürlich auch wenig Interesse daran, irgendwelche Abweichler in seinen Reihen zu tolerieren. Also wie gesagt, wie du deine Government organisierst, völlig egal, aber du zahlst deine Steuern. Weil wenn du nicht deine Steuern zahlst, dann kommt dein Nachbar auf die Idee, ich zahle auch keine Steuern. Und das kann das Imperium auf keinen Fall durchgehen lassen. Egal, wie klein oder unwichtig du bist. Und das ist auch eine harte Lektion, die viele Welten in 40k lernen müssen. Das Imperium interessiert sich nicht für deine Welt. Du bist so egal. Ja? Deine 5 Milliarden Leute da hinten, du könntest nicht irrelevanter sein. Aber wenn du deine Steuern nicht bezahlst und dein Nachbar hört das und der hat nicht 10 Milliarden, sondern der hat 200 Milliarden Bevölkerung, dann machen wir uns Sorgen und nicht nur um dich. Und dann schicken wir im Notfall auch einen ganzen Kreuzzug vorbei mit mehreren Millionen Mann Truppen, nur um dich auszulöschen.
und deine Familie und deine Freunde und deine Geschäftspartner und alle, die dich mal schief angeschaut haben. Und dann setzen wir einen neuen, ja, Governor ein. Ne? Planetenkommandeur, ja. König, interessiert mich nicht, wie ihr eure Welt organisiert, Hauptsache ihr werdet wieder Steuern bezahlen. Ja, that's how the Imperium works on a large scale. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen nach, ha, die Kommandanten sitzen in irgendwelchen Kommando-Chairs und schieben den ganzen Tag nur Leute hin und her. Nein. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt in 40k. Zum einen sind diese großen Strategien schon wertvoll und richtig, aber 40k lebt auch von völlig übertriebenem Machismo, was auch irgendwo einer der Witze des Systems ist. Ja? Also es wird schon von Führern erwartet, dass sie an der Frontlinie sind. Anführer sind am effektivsten, wenn sie vorne mitkämpfen. Und das bildet auch das Regelsystem des Rollenspiels und der vielen anderen Systeme in diesem Universum ab, dass Nahkampf dafür, dass es Schusswaffen gibt, überraschend gut und brauchbar ist. Ja, also der adlige Anführer, der kämpft dann nicht selber mit einem Lasergewehr, sondern der bekommt dann sowas wie ein Kettensägenschwert in die Hand oder ein normales Schwert, ne? Kommt immer darauf an, wie viel Geld man hat. Ja, und der steht dann tatsächlich eben vorne mit einer Pistole und mit einem Schwert oder mit einem Säbel und kommandiert von da aus, von vorne, kommandiert er seine Truppen. Und wenn er Glück hat, dann darf er auch nochmal irgendwie einen Xenos abschlachten. Was auch eine große Ehre ist. Also wenn du selbst als Feldherr auf einem Schlachtzug deine Feinde direkt bekämpfen und besiegen kannst, dann ist das natürlich ein super Moralboost für deine Truppen. Und wie gesagt, das ist alles komplett im System abgebildet, was dann auch dazu führt, dass Nahkampf, wie gesagt, überraschend gut ist. In vielen modernen Settings kennt man es ja, aha, er hat ein Messer zu einem Schusswaffengefecht mitgebracht, blam. Das ist in 40k eher andersrum. Es ist wirklich eher so, dass kompetente Nahkämpfer allen Schützen das Wasser reichen können, ja? Also du solltest sie nicht in deine Nähe lassen. Finde ich auch ganz interessant. Ja, es ist eine nette Abwechslung zu den üblichen Sci-Fi- und Modern-Fantasy-Systemen. Und man sollte dazu sagen, es hat auch viel damit zu tun, dass eigentlich alles in 40k irgendwie overpowered ist. Also so ziemlich alles, ja? Also es gibt jetzt natürlich die einfachen Schwerter im Nahkampfwaffenbereich, ja? Es gibt dann, wie was General schon erwähnte, die Kettensägenschwerter, das ist so die in Anführungsstrichen Low-Tech-Alternativen, die sind auch schon gut, aber naja, es geht besser. Da kommen wir zu ganz ikonischen Technologien des Imperiums, Energiewaffen. Das stellen wir sich bitte nicht wie Star Wars vor, dass quasi nur eine Klinge aus Energie ist, sondern es sind wirklich Klingenwaffen oder stumpfe Waffen, die mit einem Energiefeld umgeben sind. Super effektiv, die Dinger in weiten Teilen auch durchaus in der Lage, Kampfpanzer zu knacken, also verheerend gute Nahkampfwaffen. Und auch im Schusswaffenbereich gibt es natürlich über dem recht einfachen Lasergewehr, was uns jetzt natürlich komisch anhört, aber im einfachen Lasergewehr gibt es dann auch Dutzende andere Technologien. Von den Plasmagewehren über, ja, die ikonischste Waffe schlechthin im Imperium, den Bolter. Der Bolter, ja, genau. Genau, der Bolter. Also ja, es gibt auch dann primitive Waffen, wenn man so möchte. Das sind dann einfache Geschosse. Da lädt man eine Kugel vorne rein, die kommt vorne raus und wenn man Glück hat, dann trifft sie die Rüstung. Beim Bolter ist es der Fall, dass das nicht einfach nur eine Kugel ist, die da verschossen wird, sondern diese Kugel hat einen eigenen Treibstoff, der sie antreibt und sie explodiert dann im Körper. Das heißt, man trifft nicht einfach nur den Arm, sondern man trifft den Arm und sprengt ihn ab. Das ist dann so, ja, wie ein Bolter funktioniert. Der hat dann noch eine eigene Sprengkraftladung in sich und kann dann eben auch schwerste Rüstung durchschlagen. Ja, wenn man es im heutigen Waffenjargon nehmen würde, dann wären Bolter so die typischen 20 mm Gyrojet-Granaten. Also für die Waffen-Nerds unter euch, ja. Es gibt nämlich so Scheiße durchaus heutzutage auch schon, ja. Also der 20mm Granatwerfer ist nicht ankommen, wird in 40k aber halt eher als Handfeuerwaffe oder in Pistolengröße verwendet, was genau das, ja, verheerende Konsequenzen hat. Genau das. Man braucht dann natürlich ein bisschen, nicht unbedingt Geld, aber vor allem Einfluss, damit man dann so einen Bolter kommt und die Offiziere, die Guten, die besitzen dann sowas. Und das ist natürlich dann auch schon mal eine sehr einschüchternde Waffe, wenn man damit dann mit einer einfachen kleinen Pistole dann auf jemanden schießt und der ganze Arm wird abgerissen oder der Kopf fehlt. Man kann dann natürlich noch eine Nummer größer gehen und das dann auch als Granatwerfergewehr, also Sturmgewehr benutzen. Dann macht man aus der Bolt-Pistole einfach ein Bolt-Sturmgewehr. Das ist dann natürlich eine Waffe, die noch verheerender wirkt. Ja. Und da kommen wir jetzt dann, glaube ich, auch, wenn wir bei Bolter sind, direkt zur Servorüstung, was die nächste wirklich ikonische Technologie in Warhammer 40k und im Imperium ist: Power Armor. Das Exoskelette, das ist, oder? Kann man ja, so sagen? Ja, so richtige Exoskelettrüstung, genau. Die sieht nicht aus, wie man das heute so von Exoskeletten kennt, die ist auch nicht irgendwie stylisch, die ist wirklich auf größtenteils mittelalterliche Plattenrüstung gestylt.
etwas kräftiger, etwas bulkier, etwas dicker. Aber es ist effektiv Exoskelettrüstung. Das heißt, mit Servomotoren unterstützte externe Rüstung, die den Bewegungen des Trägers folgt und seine Kraft verstärkt. Ich glaube, wir haben doch noch ein paar Stifte, die dann in deinen Körper greifen, die dann mit irgendwelchen Elektroden verbunden ist, nicht? Das, ja, also wir sind wieder beim nicht-uniformen Technologien. Okay, gut, manche machen das sicher, andere weniger. Aber üblicherweise ist so eine Neuralintegration von Servorüstung ist eher den Astartes vorbehalten. Genau, da war ich dann eben bei den Servo. Ja, okay, das ist nur mal eine Nummer spezieller. Da kommen wir, wie gesagt, deine mal zu. Werden wir dann uns um das Chaos kümmern. Ja, auch. Genau, also wie gesagt, Servorüstung ist noch eine große ikonische Sache. Da kann euch First Canada sicher noch ein paar Bilder hier zeigen. Sollte man gesehen haben, ist auch ein riesiges Statussymbol, wird üblicherweise innerhalb der Familie vererbt. Die meisten Rüstungssets in dieser Richtung sind unbezahlbar. Und das ist ernst gemeint. Also die Technologie, um sie zu bauen, gibt es nicht mehr. Die wurden vor 4.000, 5.000 Jahren mal von irgendeiner Schmiedewelt gebaut. Und man kann froh sein, wenn man sie noch warten kann. Und dementsprechend sind die natürlich auch wirkliche Schätze. Ja, also die trägt man nicht jeden Tag, außer man möchte wirklich das absolute Statement geben. Ja. Getreu dem Motto, ich kann es mir leisten, jeden Tag Serverrüstung zu tragen. Oh, und wenn wir gerade bei Serverrüstung Reichtum und Privilegien sind, sollten wir auch noch was anderes erwähnen. Sterblichkeit. Stimmt. Habe ich ganz vergessen. Wichtige Sache im 40K-Universum. Der normale Arbeiter hat eine Lebenserwartung wie Mittelalter, 35, 40 Jahre alt. Dann war es das üblicherweise durch irgendeinen Industrieunfall. Gelehrte können älter werden, aber wer wirklich alt wird, sind die Reichen. Denn die Reichen und Einflussreichen und vor allem auch die Diener des Imperiums können sich über verschiedenste Quellen ein großes Spektrum an Verjüngungsdrogen genehmigen. Das sind Drogen, die den natürlichen Alterungsprozess bremsen oder aufhalten. Sie werden üblicherweise nicht verkauft, sondern halt an sehr loyale Diener als Gefallen weitergegeben. Das ist eher eine politische Sache, ob man sowas bekommt oder nicht. Ja, vor allem, wenn du dein Leben auch für den Imperator gelebt hast und den eben, also klar, du kannst als sehr reicher Händler kannst du ein Vermögen angeschäffelt haben, aber wenn das dem Imperator nicht sehr nützlich war, dann hat er da auch kein Interesse. Also die meisten werden da auch dann angespornt, dass sie ihren Reichtum für den Imperator benutzen, damit sie dann eben auch dieses unendliche Leben bekommen. Ein anderes Beispiel wäre dann die Inquisition, da so sehr, sehr treue Truppen, die sich dann auch darum kümmern, dass Häresie bekämpft wird, also Leute, die anders sind, die werden auch dadurch belohnt, dass sie eben so Drogen bekommen, die sie dann am Leben halten, damit sie denen eben auch weiterhin viele hundert Jahre dem Imperator dienen dürfen. Sie Drogen versprechen kein unendliches Leben, das sollte man auch dazu sagen, aber sie erweitern das Leben auch so durchschnittlich 500 Jahre. Genau, 500, 600 Jahre. Ist gut für einen Menschen. Ja, kann man schon mal sich eine Scheibe von abschneiden. Ja, also wie gesagt, das sollte man wirklich erwähnen, weil das auch die Gesellschaft natürlich massiv in Klassen unterteilt. Du hast on the top quasi die quasi unsterbliche Oberschicht, ja, darunter halt Milliarden an Rechtlosen. Und das wird halt auch durch solche Dinge wie Lebenserhaltungsdrogen stark gefördert. Ja, aber was du vorher erwähnt hattest, Chaos, das sollten wir langsam ansprechen. Genau. Wir befinden uns normalerweise im 40. Jahrtausend. Wir springen jetzt aber nochmal wieder diese 10.000 Jahre zurück ins 30. Da, wo dann die Space Marines eingegriffen haben, da, wo dann der Bruderkrieg stattfand. Wir hatten vorhin Horus erwähnt und an diesem Punkt möchten wir jetzt noch einmal einsetzen, um das Chaos zu erklären. Richtig, das muss leider sein. Für den normalen imperialen Bürger ist das Chaos das Böse. Satanismus in seiner schlimmsten Form und in jeder Hinsicht und Weise verboten. Say no more. Allein Wissen über das Chaos ist strafbar. Also alleine, dass du die Namen der Götter kennst, ist im Normalfall dein Todesurteil. Ich glaube, wir werden nicht verbrannt. Ich glaube, wir können sie einmal erwähnen. Ich glaube, der ikonischste, den man so kennt, ist Khorne. Der Gott des Krieges, der Gott des Blutes, den kennt, glaube ich, jeder. Den Spruch Blut für den Blutgott oder Schädel für den Schädeldrohnen, der geistert eigentlich überall rum, wenn man sich über Warhammer 40k unterhält. Ja, dann gibt es noch seinen kleinen Bruder Nörgel. Das ist quasi der Gott der Krankheiten und Pestilenz. Mhm. Dann haben wir Tzeentch, den ewigen Wandler und den Gott der Magie. Und Slaanesh, den nicht jugendfreien Gott.
Genau, da geht es dann, ja, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube, bei Göttern müssen wir uns über Geschlechter nicht Nee, unterhalten. lieber Vielleicht nicht. ist er oder sie auch beides. Wer sich mit Vergnügungen jeglicher Art, wer es da übertreibt, der betet dann zu Slaanesh oder sollte es tunlichst nicht tun. Ja, sollte Vor allem tunlichst mein nicht Gott der tun. Adligen. Vor allem mein Gott der Adligen. Ja, vor allem Gott der Adligen, der Dekadenten und in manchen Teilen auch der Hexe. Aber gehen wir nicht zu tief. Diese vier Entitäten gäbe es nur einmal, um die Namen gehört zu haben. Wo kommt das Chaos jetzt her? Ja, woher kommt das Chaos her? Das ist eine Frage, die in 40k hotly debated ist innerhalb der Welt. OT können wir allerdings grundsätzlich für uns Spieler sagen. Das Chaos ist die Reflexion der Realität ins Immaterium hinaus. Soll heißen, die Chaosgötter sind primär aus der Menschheit, nicht aus der Menschheit, aber also zwei der Chaosgötter sind aus der Menschheit entstanden. Khorne ist entstanden während der Kreuzzüge. Das ist wirklich Earth-centered. Khorne ist wirklich ein relativ junger Dämon, der mit der Menschheit heutzutage entstanden ist. Nurgle während des Schwarzen Todes, also Pest in Europa. Und Tsiin weiß man nicht. Tsiin ist unbekannt. Keine Ahnung, woher der kommt. Er ist aber definitiv jünger als die beiden anderen. Und Slaanesh ist der letzte, der entstanden ist. Da waren ausnahmsweise mal nicht die Menschen schuld. Das haben die Elder verbrochen. Die Das sind quasi Elfen, die genau. Elfen. Ja, genau. Die Space Elves. Das haben die verbrochen. Die haben auch etwas zu Hard Party gemacht. Diese Götter sind quasi die Antagonisten des Lebens und der Realität. Und der letztere Aspekt ist der wichtigere. Sie sind die Antagonisten der Realität. Was in weiten Teilen bedeutet, dass sie gegen Ordnung, gegen rigide Strukturen und auch gegen simple Konzepte der Realität sind. Und sowas wie ein quasi rechtschaffenes, strukturiertes, sauber organisiertes Imperium war ihnen von Anfang an ein Dorn im Auge. Offizielle imperiale Doktrin ist selbstverständlich, dass der Imperator sehr viel mächtiger ist, dass es Chaos und ihn jederzeit bekämpfen kann. Die Realität sieht etwas anders aus. Der Imperator im Gott, also der Gott Imperator als solcher, und er ist göttlich, steht vom Machtniveau her so ungefähr auf der gleichen Schiene wie die Chaosgötter. Was man dann im Bruderkrieg auch gesehen hat, als dann einer der Agenten, wir sprachen ja vorhin schon von Horus, Das einem ist der richtig. Space Marines, der Lieblingssohn. Es gibt natürlich dann auch noch Gleichungen, wenn man sich das mit Gott und Luzifer ansieht. Luzifer auch der ehemalige Lieblingssohn von Gott, der dann gefallen ist, der dann gestürzt ist und der dann einen Krieg ausruft. Ganz so ähnlich ist es auch gewesen. Horus hatte ein bisschen Krieg geführt, kam dann wieder und hat das Chaos entdeckt. Und stürzte sich dann mit Verbindung eines, beziehungsweise des Chaos ganz generell, also da gab es dann keinen speziellen Gott, kam dann wieder zurück auf die Erde, auf Terra und hat dann Krieg gegen den Imperator geführt, was dann eben dazu führte, dass ja, Horus konnte besiegt werden, aber der Imperator wurde so sehr schwer verletzt, dass er jetzt seitdem auf dem goldenen Thron sitzt. Dementsprechend, ja, gleichberechtigt. Sehr, sehr große Opfer. Und die Überlebenden des Chaos, denn die wurden nicht komplett aufgerieben. Die Hälfte dieser Astartes-Legionen, die damals rebelliert hatten, wurden zwar dezimiert, genauso wie die Loyalisten, aber die Überlebenden, die dem Chaos anheimgefallen waren, haben sich ins Auge des Schreckens zurückgezogen. Das ist eine Weltraumanomalie, in der quasi der Warp und die Realität übereinstimmen. Die sind da quasi eins. Und es ist sehr inhospitable, sagt man mal freundlich, ja. Aber dahin haben sie sich zurückgezogen und sind seitdem dort quasi verschwunden, greifen immer wieder das Imperium an und versuchen weiterhin Terra zu erobern. Also sie sind noch lange nicht besiegt. Auch Genau. 10.000 Jahre später nicht. Das sind dann die Chaos Space Marines, wenn man sie so nennt. Die haben natürlich alle noch sehr eigene Namen. Man weiß nicht genau, wie groß ihre Zahl ist. Das ein oder andere Mal werden welche besiegt, das ein oder andere Mal fallen auch andere Brüder der normalen Marines fallen dann ab und werden dann selber vom Chaos korrumpiert. Sie können immer und überall auftauchen. Das ist eigentlich so der Schrecken, den man nicht besiegen kann. Ja, und das große Problem im Chaos ist auch wirklich, es ist eigentlich unverwundbar. Man kann Dämonen des Chaos nicht töten. Also selbst die besten Krieger des Imperiums können sie im besten Fall zurück in den Warp verbannen, wo sie herkamen, aber es hält sie nicht wirklich permanent auf. Die kommen wieder. Eine andere Möglichkeit wäre noch, sie in Artefakte zu stecken und dann diese Artefakte wegzuschließen, aber auch das ist halt kein Besiegen. Richtig. Also man wird sie wirklich nicht los und sie sind zahllos. Man sagt immer so schön, es gibt mehr Dämonen, als es Menschen gibt, weil jeder Mensch mindestens einen hat. Das wiederum hängt mit einer weiteren Entwicklung zusammen.
sollte man Mutationen. Ja, Mutationen und Psioniker. Vor allem, ja, okay, erst Mutationen. Vorher gab es keine Psioniker. Man kann jetzt sagen, es sind einfach Magier. Magier, die sich dem Warp bedienen. Und das ist jetzt eine Mutation, die es seit dem 30. Jahrtausend gibt. Man weiß nicht genau, woher das kommt, wieso diese Mutation sich in den Genen der Menschheit verankert hat. Aber sie werden immer mehr, sie werden immer zahlreicher. Und sie sind böse. Vor allem, weil sie eben auch in Kontakt mit diesem Warp stehen. Weil sie die Tore zum Warp aufreißen können durch verschiedenste Fähigkeiten, die sie haben. Einige sind auch noch gar nicht erforscht, aber man kann sie ganz grob in irgendwelchen Gruppen sortieren und weil sie eben, wenn sie nicht ausgebildet sind, so sehr gefährlich sind und dann ja random solche Dämonen herbeibeschwören könnten, auch wenn sie es gar nicht wollen, müssen sie eben eingesammelt werden in schwarzen Schiffen. Da hat das Imperium auch eigene Abteilungen dafür, die einsammeln. Und man sollte dazu sagen, der Imperator hat auch Hunger. Also um den Imperator am Leben zu erhalten, sind täglich 1000 Psioniker notwendig. Und jetzt nicht im Sinne von, wir brauchen ihre Kraft, sondern wir brauchen sie persönlich. Die werden quasi nach Terra geschafft und da an den Imperator verfüttert. Also man weiß nicht genau, was da passiert. Es wird da viel diskutiert. Aber das ist auch einer der Gründe, warum er keine tote Leiche ist. Doppelung. Aber ja, die werden dahin geschifft mit den schwarzen Schiffen und da verbrannt. Einige, die das überleben, die diesen Anblick überleben, die können dann ausgebildet werden. Aber die meisten gehen dabei kläglich drauf. Und es ist auch nötig, um den Imperator am Leben zu erhalten. Also, wenn das Imperium aufhört, Psioniker einzusammeln und den Imperator zu verfüttern, geht man davon aus, dass er sterben würde. Das Gute ist, wir haben seitdem eine Art Leuchtfeuer, die das Terra bildet. Also ein großer Lichtstrahl, wenn man so möchte, der nur von Psionikern gesehen wird und der dient als Orientierung. Jetzt, wo die Technologie so ein bisschen ausstirbt und man nicht mehr genau weiß, was damit passiert, die Schiffe funktionieren, weil wir irgendwelche Knöpfe drücken. Jetzt bedienen wir uns einfach mal dieser Psioniker, die dieses Licht sehen können und das ist dann so ein bisschen dieser Orientierungspunkt, der Fixpunkt für uns. Da gibt es spezielle Psioniker für, die eigene Adelsweise bilden und die auch nicht von den schwarzen Schiffen eingesammelt werden, die Navigatoren. Die gibt es, soweit man weiß, seit Anbeginn des Imperiums und vorher. Und die sind so ein Sonderfall von Psioniker. Sie lassen sich üblicherweise nicht als Psioniker bezeichnen, einfach weil Psioniker im Imperium einen furchtbar schlechten Ruf haben. Und Navigatoren sind zwar Psioniker, werden aber aus Höflichkeitsgründen nicht als solche bezeichnet, was den ganz klassischen erpresserischen Effekt hat. Ohne Navigator fliegt kein Schiff durch den Warp. Also schon, aber nicht wirklich. Und damit verhungert eben auch das Imperium. Man kann keine Kontakte mehr aufrechterhalten, man kann keinen Krieg führen. Wir brauchen sie einfach. Ohne die geht es nicht. Ohne Navigatoren funktioniert das Imperium nicht. Und das wissen die Navigatoren auch. Und man braucht nur einen Navigator pro Schiff. Aber man braucht einen. Und dementsprechend sind diese Navigatorhäuser halt unglaublich reich, weil ohne die fliegt gar nichts. Das ist wie die Lokführer heute, ja? Also so ein bisschen, also ja, okay, nicht ganz, aber die Piloten. Ja, Piloten von der Flugzeug. Ganz gut, ja. Wir haben halt eigene Adelshäuser auch gegründet und geben halt auch darauf Acht, ja? Also wenn du jetzt einen Navigator von denen verschleißt, dann kannst du vergessen, dass dir der nach Hause nochmal einen Navigator schickt und wahrscheinlich auch deren befreundete Häuser nicht. Das heißt, you, my friend, have a problem, wenn du überhaupt ein Privatschiff besitzen kannst, um Gottes Willen. Gibt es nicht viel davon. Ja, aber wie gesagt, die sind nötig, um zu reisen im Warp. Und wie gerade schon erwähnt, Psioniker sind nötig, um das Imperium irgendwie am Leben zu halten, sind auch für die interstellare Kommunikation zuständig. Also interstellare Kommunikation im Imperium sieht nicht so aus, dass du irgendwie eine Nachricht eingibst und dann auf Knöpfchen senden drückst, sondern du gehst zu einem Astropathen, das ist ein Mann, ja, üblicherweise blind, mit ausgebrannten Augen von seinem Anblick des Imperators und überreichst ihm eine Nachricht, die er doch bitte telepathischerweise für dich in die entfernten Weiten des Weltraums schicken soll. Und dann sagt er, ja, das mache ich, mein Herr. Verschwindet und du siehst deine Nachricht nie wieder und kannst hoffen, dass sie in 2 Jahren ankommt. Und dann in 4 Jahren eine Antwort bekommst von einem anderen Astropathen über ihn. Mhm. Und selbstverständlich lesen die Astropathen diese Nachrichten. Ja? Also, also Geheimhaltung gibt's da nicht. Außer das eigene Astropaten, aber wie gesagt, das ist wieder so eine Sache. Ja. Astropaten dienen dem Imperator. Der Imperator als Gott bindet die mit seiner Seele an sich, was ihn überhaupt erst erlaubt, diese Telepathie über lange Strecken zu machen. Das heißt, ohne den Imperator gibt es auch keine FTL-Kommunikation im Imperium.
FTL, faster than light. Schneller als Lichtgeschwindigkeit, genau. Das muss man auch sehen. Also Perdom ist very interlocking. Also es ist sehr, sehr selbst in sich selbst kontrollierend. Und seit den Zeiten der Heresie halt auch darauf aus, die Macht möglichst unter seinen verschiedenen Organisationen aufzuteilen, damit eine nicht mächtig genug wird, alle anderen zu übernehmen. Aber zurück zum Chaos, wo wir eigentlich hinwollten. Wir sind etwas abgeschweift über die Chaos Space Marines und die Horus Heresie. Das Chaos ist quasi der böse Parallelraum der Magie, in dem die Dämonen und andere Schrecken leben. Und es wird grundsätzlich als der Warp zusammengefasst. Also der Warp und Chaos sind für die meisten Leute im Imperium ein und dasselbe. Böse, verachtenswert und definitiv auf die Vernichtung der Menschheit aus. Und in weiten Teilen stimmt es auch. In weiten Teilen ist es absolut richtig. Es gibt ein paar weniger schlimme Warp-Gegebenheiten, aber die meisten sind furchtbar. Und das Schlimme am Warp ist, er kann immer und überall und jederzeit zuschlagen. Also auch auf einer Welt, die seit 200 Jahren nichts mit irgendjemandem zu tun hat, kann sich plötzlich irgendjemand in den Kopf setzen. Aha, ich gründe meine eigene satanische Kirche, weil ich hasse die Adligen, und fängt dann an, irgendwelchen Blödsinn anzubeten. Und er hat halt zufällig das Richtige angebetet und dieses Angebetete antwortet ihm und verleiht ihm Macht und Kräfte und schickt ihm Helfer und Dämonen und stiftet ihn an, weitere Leute zu konvertieren. Das gab riesige Probleme fürs Imperium und gibt es nach wie vor. Zu Zeiten der Horus-Heresie war es zum Beispiel durchaus so, dass das Chaos durch seinen relativ direkten Einfluss Hunderttausende von Soldaten einfach zum Chaos bekehrt hat. Ja, die haben dem falschen Typen zugehört. Die haben die falsche Rede gehört und daraufhin sind sie alle zu Verrätern geworden und haben sich aufgemacht, den Gottimperator zu töten. Das war keine schöne Zeit und die Zeiten sind nicht vorbei. Das Imperium ist besser geworden, damit zu handeln und sich dagegen zu wehren, aber die Bedrohung ist immer noch da. Und das ist auch ein Punkt, der uns, glaube ich, zur Inquisition bringt. Genau, zu einem der drei Eckpfeiler der Inquisition. Wir sprechen da von den Heretikern. Wenn also einer der Menschen dem falschen Gott zugehört hat oder irgendwie ja Kram angebetet hat oder in Büchern gelesen hat, die er nicht lesen darf, dann wird er zu einem Heretiker. Das heißt, er schwört dem Imperator ab. Und solche Menschen sind, ja, wie gesagt, böse. Sie können böse sein, können einfach dem Imperator gefährlich werden. Dementsprechend wollen wir sie aufhalten, auslöschen. Und da bilden wir dann die Inquisition, durchaus vergleichbar mit der spanischen Inquisition, die dann Hexen verbrannt hat, laufen die dann eben auch rum mit Laserpistolen oder Bolter, mit einem Kettensägenschwert, sammeln dann verschiedenste Leute ein, verschiedene Experten auf ihrem eigenen Gebiet und gehen dann zu diesem Heretiker hin und ja, normalerweise töten sie ihn, verbrennen ihn und löschen das gesamte Wissen darüber aus, was er so getan hat. Wenn er irgendwelche Bücher geschrieben hat, wenn er irgendwelche Leuten gepredigt hat, dann werden die auch mit ihm vernichtet, um dieses Virus dann auszulöschen. In der Tat. Wobei man auch sagen muss, das ist eigentlich so die Basisarbeit der Inquisition. Der eigentliche Faktor, der wirkliche Angstfaktor der Inquisition ist, dass die Inquisition noch vom Imperator selbst, oder also quasi wurde auf den Befehl des Imperators persönlich noch gegründet und ist dementsprechend mit nahezu unbeschränkter Macht ausgestattet. Das ist ein bisschen verrückt, aber die Inquisition versucht sich quasi als Inquisitoren Männer und Frauen von Charakter heranzuzüchten. Das ist, wie es damals formuliert wurde. Das bedeutet im Großen und Ganzen Leute, die mehr Ego als Verstand haben in vielen Hinrichtungen und die quasi vom Imperium, von heiligster Stelle, damit beauftragt wurden, das Imperium sauber zu halten. Ja? Man denke wahrscheinlich am besten an eine Mischung aus Adolf Hitler, der spanischen Inquisition und Pol Pot. Ja, dann kommst du so ungefähr auf den durchschnittlichen Inquisitor. Diesen Psychopathen hat man quasi nahezu unbegrenzte Macht anvertraut. Sie stehen so ein bisschen neben dem System und können sich dann ihre eigenen Bürger aussuchen, die sie dann requirieren wollen. Ist dann natürlich auch immer ganz abhängig davon, welche Aufgabe sie sich gerade selber erwählt haben. Geht einfach nur darum, dass sie den Imperator stark lassen. Und wenn dann ein Adelshaus auf einem beliebigen Planeten meint, wir haben gerade einen falschen Gott angebetet, dann muss eben auch ein einfacher Bürger, der dann als Akolut erwählt worden ist, muss dann eben auch diesem Adligen sagen dürfen,
wie das jetzt zu laufen hat und ihm dann ja dementsprechend aufhalten darf oder muss. Also stehen sie so ein bisschen neben dem System, über dem System. Man ist sich da gar nicht so ganz sicher. Kommt dann auch oft zu Reibereien mit anderen Organisationen, wo man sich dann nicht genau sicher ist, wer hat jetzt hier mehr Macht. Das kommt vor, aber die Inquisition hat halt auch die typischen Inquisitionsmethoden. Ja? Also die arbeiten mit allen Mitteln der Geheimpolizei, geheime Entführungen, Folter, also vor allem Folter. Und was sie ganz, ganz gerne auch machen, die Inquisition hat unglaublich viele Psionike in ihren Reihen, verglichen mit anderen imperialen Organisationen. Und dementsprechend sind viele Mord- und Verschwörungsfälle, die heute schwierig wären, für die Inquisition ein schlechter Scherz. Weil, ich meine, wenn der Gouverneur vorhat, das Imperium zu verraten, dann schaut halt ein Inquisitionspsioniker vorbei, guckt mal eben in seinen Kopf und stellt fest, ja, hat er vor. Bam, weg damit. Das ist ein ernsthaftes Problem. Also, was heißt Problem? Problem für Spielleiter heute. Weil das einfach auch dazu führt, und einige der Rollenspiel-Settings funktionieren ja in diesem Setting und spielen auch gerade um die Inquisition. Das führt einfach dazu, dass die typischen Mystery- und Murder-Plots quasi lächerlich sind. Ja, weil jeder halbwegs kompetente Psioniker den Mörder innerhalb von 10 Sekunden gefunden hat. Ja? Sie können Gedanken durchsuchen, sie können in die Zukunft schauen, sie können die Zukunft vorhersagen sogar teilweise, so ein, zwei Monate in die Zukunft, kein Problem. Ja? Und dementsprechend muss man sich als Spielleiter, wenn man es meistern will, schon anstrengen, das relativ kompliziert zu gestalten, weil halt diese einfachen Plots, so getreu dem Motto, der Gärtner war der Mörder, dann kommt ein Inquisitionspsioniker vorbei, guckt mal in den Kopf, das irgendjemand ist eigentlich oder legt sich die Tarotkarten und sagt, der Gärtner war es, erschießen. Ja, wir müssen dann auch nicht mehr das Mordwerkzeug finden. Wir müssen keine Beweise suchen. Es reicht einfach auch nur ein Hinweis darauf, dass er böse war. Dann ist der Plot quasi schon zu Ende. Wenn ich denn meinem Inquisitor stecke, dass ich hier mehrere Hinweise drauf habe, dann interessiert ihn nicht, wo das Mordwerkzeug ist, sondern dann kann ich ihn eben auch so auslöschen. Sollte man auch ganz klar dazu sagen, das Imperium ist kein Rechtsstaat. Absolut nicht. Also, je nachdem, wer halt gerade die Macht und wo hat, es braucht kein Verfahren. Wenn ein Inquisitor denkt, du bist ein Verräter, dann bist du ein Verräter. Scheißegal, ob du einer bist oder nicht. Ja? Wenn die Inquisition sagt, du bist ein Verräter, dann bist du einer. Finito. Da gibt es keine Diskussion. Da gibt es nur noch eine Erschießung oder einen Scheiterhaufen. Gibt es ein ganz nettes Zitat, was ich immer wieder gerne bringe: Unschuld beweist gar nichts. Ja, genau. Das ist hervorragend. In der Tat, ja. Und darauf, auf dem Motto operieren auch viele Inquisitoren, die einfach sagen so, Recht, Ordnung. Ich bin das Recht. Ich bin die Ordnung. Ich bin die Hand des Imperators hier. Und du wirst erschossen. Feierabend. Genau, damit haben wir so einen Aspekt der Inquisition schon mal abgearbeitet. Ja, das ist so ganz generell, wie das Chaos dann wirkt. Also nicht nur dann durch die Menschen, wenn man sie anbeten lässt, kann natürlich eben auch sein, dass sie dann ein Portal aufstoßen zum Warp, dass da Dämonen rauskommen. Dann kommt ein anderer Ordo. Also diese Inquisition wird dann nach verschiedenen Ordos untertitelt, der Heretikus oder auch der Malleus, genau, Malus. der Malleus. Der Malleus sorgt sich dann darum, dass die Dämonen vernichtet werden und andere wiederum, die dann in irgendwelchen alten Ruinengräbern suchen, oder dann auch Aliens erschießen oder Alien-Technologie nachstöbern, denn ja, alles, was nicht irgendwie vom Menschen gebaut worden ist, das ist auch böse. Das ist Xenotechnik, auch das muss dann vernichtet werden. Das wäre dann ein anderer Arm der Inquisition, der Ordo Xenos. Ja, und es gibt Dutzende weitere Arme. Das sind die drei großen, aber wie viele Sachen in Warhammer 40k und Imperium, es gibt tausend andere Facetten davon. Aber die können wir heute nicht alle beleuchten, leider. Genau. Gut, dann haben wir das Chaos beleuchtet. Wir haben Grob, die ja. Inquisition, ja, grob, wir haben die Inquisition grob durchleuchtet. Wo machen wir weiter? Ich würde ehrlich gesagt nochmal zu den Astartes zurückkehren. Zu den Astartes, machen wir das. Denn, wie wir gerade letzter Stand Astartes hatten, vor 10.000 Jahren, Horus-Heresie, dass es überhaupt Verräter Astartes gab, ist eigentlich ein Geheimnis, das vor der Bevölkerung zurückgehalten wird. Ja? Also, Astartes sind Halbgötter, das sind die Söhne des Imperators und die kämpfen nur für die Guten. Das ist der Stand des normalen imperialen Bürgers. Gottgleiche Wesen, Engel. Und sie sind in der Tat besser als normale Menschen. Also, das ist gnadenlos abgebildet, ja. Astartes sind in jeder Hinsicht besser als Menschen. Sie kommen aber von Menschen. Sie sind keine eigenständige Rasse oder dergleichen, sondern sie sind quasi Gene-Modified Just Add Water Package. Das hat sich der Imperator damals ganz toll ausgedacht. Und zwar
trägt jeder Astartes in sich eine Gensaat. Zwei Gensaaten, genau zu sein. Eine, die ihm gehört und eine, die er spenden kann. Und das erlaubt quasi jedem Astartes, sich quasi fortzupflanzen. Zumindest einmal. Zumindest einmal, das reicht ja. Das funktionierte zu Zeiten des Bruderkriegs, also zu Zeiten der Horus-Heresie, noch sehr viel leichter als heutzutage, weil die Genzeit inzwischen halt auch 10.000 Jahre alt ist und nicht mehr gewartet wurde seit dem Imperator. Aber im Großen und Ganzen läuft es so. Astartes reißt sich seine Genzeit raus, drückt sie irgendeinem normalen Menschen rein und daraufhin wird dieser normale Mensch im Prozess von so einem halben Jahr ungefähr auch zum Astartes. Also normaler Mensch ist nicht ganz richtig. Wir reden hier von... Männlicher Mensch, ja. Ja, ja, also klar, wir reden von männlichen Menschen. Bei Frauen funktioniert das nicht. Man weiß nicht genau, warum. Ja, müssen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Aber diese normalen Männer kommen meistens von Urzeitwelten oder so, haben sich dann schon mal im Verlauf ihrer 10 Jahre sind es meistens als Kind, haben sich schon als Krieger bewiesen, haben unzählige Monster schon besiegt und sind die besten Krieger ihres Planeten. So kann man sie schon mal betiteln. Und dann werden sie auserwählt. Also wenn sie dann schon gegen unzählige Krieger gekämpft haben, dann kommt irgendwann ein Astartes vorbei und sagt, ich wähle dich aus, komm mal mit auf meinen Planeten oder mit in mein Raumschiff und jetzt drücken wir dir meine Gensaat rein. Das kann auch sein, dass man das nicht überlebt, weil das sehr anstrengend ist und sie dann im Verlaufe dieser Prozedur sterben, aber wenn man es überlebt, dann wird man eben zu diesem Superkrieger. Wobei man sagen muss, das ist der Prozess heute in 40k. Früher konnte man das wirklich mit jedem machen. Früher konnte ein Astartes jeden von der Straße nehmen, die Gensaat reindrücken. Es hat funktioniert. Weil die Tech halt neu und unverdorben war. Heutzutage nicht mehr. Heutzutage ist dieser Auswahlprozess vorhanden, weil eben die Genzeit auch nicht mehr so sonderlich gut ist. Aber wir reden ja vom heute. Dementsprechend absolut richtig, was General sagt. Ja, Auswahlprozesse, sehr strenge sogar. Viele Astartes halten sich auch quasi eigene Feralwelten nur um Aspiranten auszuwählen. Wer dann diese Transformation zum Astartes überlebt, wächst ein ganzes Eck. So typischer Astartes ist so 2,20 Meter bis 2,40 Meter groß. Schulterbreite 1,50 bis 2 Meter, also riesige Schränke, diese Typen. Aber trotz ihrer Größe auch in allen anderen Aspekten überlegen. Also sie werden intelligenter, sie werden charismatischer, sie werden in jeder Hinsicht verbessert. Aber hauptsächlich auf den Krieg ausgerichtet. Sie sind wild. Ja. Sind wirklich... Ja, alle ihre Eigenschaften werden verbessert, alle. Ja, wirklich komplett durch die Bank. Es wird ein besserer Mensch daraus, der aber wirklich für den Krieg geschaffen ist. Also sie werden sehr viel widerstandsfähiger, sie werden auch sehr viel kampfkräftiger. Und da kommen wir jetzt zurück, was wir am Anfang schon erwähnt hatten, zur Servorüstung. Das ist so quasi das absolute Markenzeichen der Astartes. Astartes kämpfen in Servorüstung. Die haben keine andere Rüstung. Also nicht ganz richtig, aber fast ganz richtig. Es gibt Aufklärungstruppen oder Astartes, die dann keine Servorüstung tragen. Aber fast alle Astartes, die irgendwie ins Feld ziehen, tragen Servorüstung, die sie noch weiter verbessert. Und die haben quasi fest implantiert durch ihre Astartes-Werdung, haben die, was man die Black Carapace nennt. Es sieht aus wie so eine Art Panzerweste, um runterzuziehen, wie man sie heute kennt. Die ist aber fest mit ihrem Körper und Nervensystem verwachsen und integriert quasi... den Krieger mit seiner Rüstung. Und alles, was die Astartes anfassen, ist quasi größer, besser und heiliger. Und da kommen wir zurück, was im Setting schon gesagt wurde, es ist einfach alles overpowered. Allen voran die Astartes. Ja, die Astartes haben dann auch ihre eigenen Boltwaffen, ihre eigenen Fahrzeuge und so weiter und so fort und vor allem auch ihre eigenen Flotten. Das unterscheidet sie massiv von der restlichen Armeeorganisation des Imperiums. Normalerweise ist das Imperium so, die Navy und die Army sind separat. Also es gibt die Imperiale Garde, das ist die Armee, und es gibt die Imperial Navy, das ist die Flotte. Sie sind aber völlig unterschiedliche Strukturen. Die haben auch nichts miteinander zu tun im Normalfall. Die Navy ist eine separate Institution mit separaten Traditionen und Institutionen von der Armee. Das ist absichtlich so, damit eben kein General mit Bodentruppen über eine Flotte verfügen kann und kein Admiral mit Flotten über Bodentruppen verfügen kann. Sollte er im Chaos einheimen fallen. Bei den Astartes wiederum ist es anders. Die Astartes dürfen beides haben. Die haben sich selbst als Bodentruppen und die haben auch spezielle Flotten. Die sind nicht sonderlich groß, sind absichtlich klein gehalten, aber die bringen eine derartige Kampfkraft aufs Feld, dass sie es auch eigentlich gar nicht brauchen. Also wenn wir von Milliarden von oder Millionen von Menschen sprechen bei der Armee oder bei der Navy, dann, ich glaube, bei den Astartes sind das immer 1.000 Krieger.
Genau, 1000 Krieger. Und das reicht auch, um einen Planeten vollständig einzunehmen. Also da, wo wir 1 Million Menschen brauchen, um dann diesen Brückenkopf zu errichten, da kriegen das 1000 Astartes hin. Also das sind dann schon mal ganz... Normalerweise setzt man nie ganze Orden ein. Üblicherweise wird nur eine Kompanie geschickt, das sind 100 Mann. Genau, also das reicht dann auch, um zumindest viel, viel, nicht Chaos anzurichten, aber um dann diesen Brückenkopf einzunehmen. Ja, die können dann, außer es sind verräter Astartes, dann nicht. Ja, genau. Nein, also sie haben auf alle Fälle eine ganz andere Schlagkraft und auch ein ganz anderes Taktikverständnis als der normale Mensch. Die sind nämlich üblicherweise unsterblich. Also sobald man die Transformation zum Astartes mal überlebt hat, stirbt man nicht mehr von natürlichen Gegebenheiten. Man stirbt ziemlich sicher im Kampf. Nicht mehr in Altersschwäche, garantiert nicht. Ja, die gehen auch nicht in Urlaub, ihr ganzes Leben ist auf den Kampf ausgerichtet und wenn ich auf dem einen Schlachtfeld als Sieger hervorgegangen bin, dann wechsle ich auf das nächste Kampf oder Schlachtfeld. Die haben innerhalb ihrer Orden, die sind sehr divers, die verschiedensten Kulturen und Traditionen, die auch völlig separat von der normalen imperialen Bevölkerung sind. Das sind wirklich Klosterbrüder. Also die haben fast nichts mit dem großen Imperium zu tun. Die interagieren nicht mit ihrer Bevölkerung im Normalfall. Die haben eigentlich kaum menschliche Diener. Die sind wirklich ein richtiger Kriegerorden. Völlig separiert vom Imperium. Und die Loyalisten zumindest wirklich nur darauf aus, das Imperium nach innen und nach außen hin zu verteidigen. Das geht dann teilweise auch so weit, dass eigentlich fast alle Orden, das wenden die an, wenn die Brüder schlafen, falls sie es überhaupt tun, setzen die sich konstanter Hypnoindoktrination im Schlaf aus. Also, wenn die ins Bett gehen, dann spielt aus dem Lautsprecher immer Hate the Xenos, kill the Xenos, hate the Xenos, kill the Xenos, ja? Um es etwas übertrieben darzustellen. Aber die stellen halt auch bei jeder Gelegenheit ihren Geist und ihren Körper, das ist irre. Dementsprechend begegnest du als normalen Menschen einem Astartes so gut wie nie. Ja, zum einen gibt es vielleicht im ganzen Imperium 200.000-300.000, wenn es gut läuft. Und zum anderen muss man einfach sagen, wenn du nicht gerade an der Kriegsfront bist, was wollen die von dir? Ja, die haben nichts im normalen zivilen Leben verloren. Die sind dafür nicht geschaffen. Also eigentlich schon, aber another story. Wenn du dann einen Astartes an der Front siehst, dann ist das Schlachtfeld wohl so sehr grausam und gefährlich, dass das Imperium sich tatsächlich dann auch entschieden hat, ja, wir schicken mal diese Superkrieger, da reichen normale Menschen nicht. Und spätestens dann sollte man sich fragen, sollte ich vielleicht mal den Rückzug antreten oder eben auch an der Seite dieses Gottkriegers kämpfen und sterben? Weil das ist natürlich eine sehr, sehr große Ehre, wenn man dann an der Seite eines solchen Supermenschen kämpfen darf. Aber wie gesagt, wenn die dann mal ein Schlachtfeld betreten haben, dann ist für den Menschen normalerweise Schluss. Ja, da ist im Normalfall wirklich Feierabend. Es gibt wenige imperiale Heilige, also es gibt auch einen speziellen imperialen Garde-Heiligen, der sich aus der imperialen Armee zu Horus Heresie-Zeiten hervorgetan hat und zusammen mit dem Imperator und den Loyalisten Space Marines Horus Flaggschiff gestürmt hat. Das ist so das Inspirationsbeispiel schlechthin für die imperiale Garde. Und das ist auch, wozu man eigentlich jeden Gardisten anhält, dass es sich halten sollte an diesen Standard. Das war natürlich absolut unrealistisch. Aber ja, man darf es ja mal versuchen. Und wer es schafft, juhu. Ansonsten, in diesem Prozess mit der Gensaat bekommen die Menschen, zumindest damals sind es dann noch Menschen gewesen, auch noch neue Organe eingepflanzt, die sie nicht nur mit der Stärke, sie machen sie nicht nur stärker und schlauer, sondern sie bekommen dann auch Dinge, die sie im Kampf benutzen können. Sowas wie, ich kann Säure spucken und damit irgendwelche Gitter durchbeißen oder durchätzen. Sie bekommen noch weitere Organe eingesetzt. Diese Organe haben sich früher mal innerhalb des Space Marines entwickelt. Heutzutage werden sie halt extern implantiert und gezüchtet. Was eigentlich nur den weiteren technologischen Verfall im Imperium einfach verdeutlicht. Und wir sollten noch zu einer ganz wichtigen Sache im Imperium kommen, was es massiv von heutzutage unterscheidet. Und das ist in weiten Teilen einfach auch die Engständigkeit. Was du heute als verblendete Nazi-Parolen abtust, Ausländer raus und so weiter und so fort, ist im Imperium im Großen und Ganzen eine Tugend. Ja? Also das Imperium sagt wirklich, und auch viele der Prediger stellen sich im Imperium hin und sagen, Unwissenheit ist ein Segen. Hass eine Tugend. Und das hat natürlich auch einen sehr, sag mal, einschlägigen Effekt auf die Bevölkerung. Hass ist nicht als irgendwas, was dann schlecht ist. Hass ist gut. Hasse deine Feinde. Das ist richtig und wichtig. Und das Bilden
darf man freundlicherweise sagen, auch die, die Tabletop-Systeme sehr, sehr wunderbar ab. Denn man kann sich Hass als Vorteil kaufen, nicht wie ein anderes System Nachteil, sondern es ist ein Vorteil in 40k. Und es gibt einfach Boni im Nahkampf. Wenn du jemanden hasst, dann schlägst du härter zu. Ja, verzeihung für diesen kleinen Ausflug. Nee, gerne. Also ich finde es ja gut, dass man dann hier so einen kleinen Überblick bekommt und da gehört sowas dann eben auch dazu. Also alles ist sehr, sehr überdreht. Es wird jetzt hier schon öfter mal von Nazis gesprochen, von Hass, von zynischem, ja, dass man Menschen einfach wegwirft und dann nicht nur einen, sondern dass man Millionen von Menschen wegwirft und deren Leben nichts wert sind. Es ist einfach so sehr aufgedreht, dass es schon wieder zum Lachen ist. Man kann das nicht einfach sagen, tut mir auch irgendwo weh, aber wenn man sich in die Welt von Warhammer 40k einlässt, dann ist es eine Welt der Extreme. Absolut, ja. Das kann ich nur unterschreiben. Ich hatte auch schon, muss ich sagen, in meiner Spielleiterkarriere einige Spieler, die damit nicht so ganz zurechtgekommen sind, die dann wirklich auch schockiert waren, wenn solche Scherze kamen. Also es ist einfach wirklich, es ist ein Setting des schwarzen Humors, ja. Es ist ein guter, politischer, schwarzer Humor in allen Facetten. Und ja, er spielt natürlich auch mit diesen Nazi-Allüren, keine Frage. Das ist irgendwo, was den Reiz des Systems auch ausmacht. Wenn man sowas gar nicht haben kann, ist man wahrscheinlich falsch. Ja, das ist definitiv richtig. Also wenn man die 40er unserer Zeit nicht mit ein bisschen Humor sehen kann, also ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, lacht darüber, aber wenn man nicht da irgendwo mit ein bisschen Humor in die Vergangenheit zurückblicken kann, dann ist 40k wahrscheinlich das falsche System. Ja, genau. Ja, ansonsten, wir haben die Space Marines, wir haben die Imperiale Armee, wir haben das Chaos. Eigentlich... Was es noch fehlt, ist der Adeptus Mechanicus. Genau, die Space-Priester vom Mars, die sitzen dann nicht auf der Erde, sondern auf einem Planeten weiter und haben sich da dann sehr eigenständig weiterentwickelt. Das wäre dann noch eine der letzten Fraktionen, die ich, glaube ich, jetzt in dieser Einführung angesprochen hätte. Mhm. Ja, die Maschinenpriester des Mars beten, da kommen wir jetzt in ein bisschen schwieriges religiöses Terrain im Imperium. Das Imperium verfolgt sowas wie die Trinität nur in zwei Gesichtern. Und zwar gibt es den Dualaspekt des Imperators als Imperatorgott der Menschheit und als Imperatorgott der Maschine. Vom Imperium im Großen und Ganzen wird der Gott des Imperators als Gott der Menschheit betont. Vom Adeptus Mechanicus, dem Kult der Maschine, wird der Imperator als Maschinengott betont. Insofern, dass die Priester des Mars in ihren roten oder weißen Roben, beides gibt's, rote Roben sind für die kriegerischen Fraktionen und weiß für die Forschungsfraktionen, beide Aspekte dieses Maschinengottes dienen der Menschheit, aber sie sind separat vom Imperator selbst. Also wie gesagt, Trinität inverse. Diese Maschinenanbetung, hatten wir ja vorher schon erwähnt, nimmt ritualistische Züge an, wird aber von einer komplett unterschiedlichen und eigenständigen Fraktion im Imperium durchgeführt. Dann kommen wir jetzt wieder zur Machtteilung. Diese Machtteilung ist allerdings nicht dem Chaos geschuldet, sondern der Tatsache, dass der Adeptus Mechanicus einst ein unabhängiges Reich quasi war vom Imperium. Die haben sich allerdings zu Zeiten des Imperators relativ schnell verbündet, um gemeinsam die Galaxis zu erobern und haben sich im Laufe der Zeit dann auch immer mehr aufeinander verlassen. Imperium liefert quasi die Rohmaterialien, der Adeptus Mechanicus verarbeitet sie und macht halt die Kriegsmaschinen des Imperiums daraus. Beide können nicht mehr so wirklich ohne den anderen existieren, warum sie halt einfach auch als das Imperium bekannt sind zusammen. Aber intern achten sie schon auf eine relativ strikte Trennung. Schmiedewelten zahlen üblicherweise auch einfach keine Steuern. Ich meine, die geben natürlich massive Mengen an Material und Kriegsgerät ab ans Imperium. Aber quasi gegen Rohstoffe. Also die handeln nur mit dem Imperium, die zahlen nicht so wirklich Steuern. Also Schmiedewelten können sich auch nicht selber ernähren, das ist auch ein großes Problem. Die sind dann angewiesen auf Essen, was dann von ganzen anderen Planeten kommt. Das sind dann einfach nur Farmplaneten, wo dann nur Getreide ist und dann ein Raumdock mit ein paar Arbeitern, die das dann irgendwie einfahren. Das wird dann alles zu den Schmiedewelten gebracht. Einige von den Priestern sind sogar so sehr maschinisiert, dass sie kaum mehr essen müssen. Vielleicht ein bisschen Maschinenöl, die sie dann zu sich nehmen. Aber ansonsten ist dann auf diesem einen Schmiedeplaneten nur eine riesige große Schmiede. Am besten noch mit einem Vulkan oder so, der von unten heizt. Und da werden dann ja Panzer gefertigt, Gewehre, irgendwas, was man eben braucht. Auch Raumschiffkomponenten, genau. Ganze Warp-Antriebe, alles, was nötig ist, um das Imperium am Leben zu erhalten an Tech.
Und was du auch schon erwähnt hast, das Umbauen. Das ist noch ein ganz wichtiger Aspekt der Maschinenverehrung im Imperium. Und zwar, das ist quasi das Credo, das Fleisch ist schwach. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist gerade die religiöse Philosophie der Maschinenpriester, dass sie sagen, nur die Maschine ist perfekt, der Mensch und das Fleisch ist fehlbar und muss ersetzt werden durch die perfekte Maschine. Das führt dazu, dass Priester, je höher sie im Rang aufsteigen, immer mehr ihres Körpers durch Maschinen ersetzen. Es fängt damit an, dass man sich irgendwann ein Auge rausschneidet und dann so ein Auspex reinsetzt, also irgendwie so ein mechanisches Maschinenauge, mit dem man dann gucken kann. Das wird dann am besten mit dem Gehirn oder so verbunden, oder man schneidet sich einen Finger oder einen ganzen Arm ab, vielleicht nur eine Hand und vercybert dann nach und nach seinen Körper. Dann merkt man natürlich auch, dass das so ein bisschen kratzt. Und dieses Kratzen wird man nur los, wenn man sich nach und nach weiter vercybert, damit es dann an einer anderen Stelle kratzt. Genau. Und irgendwann ist dann nichts mehr übrig außer dem Gehirn. Oder vielleicht auch nicht mal mehr das. Aber das geben sie nicht zu. Also, das muss man ganz klar sagen, ne? Also es gibt sicher irgendwelche Maschinenpriester, die tausende Jahre alt sind und vielleicht nur ein Fitzchen Gehirn übrig haben und eigentlich Maschinen sind. Die behaupten aber natürlich nach wie vor, ich habe ein Gehirn, ja. KI ist übrigens unter Strafe, auch nochmal wichtig zu erwähnen, jetzt gerade bei den Priestern, wenn wir sowas wie einen Computer oder einen Kogitator haben oder wir haben irgendwelche Roboter, das sind keine KI-gesteuerten Wesenheiten, da sitzt eigentlich immer ein Gehirn drin, also ein Mensch, der ja kurz bevor er gestorben ist, hat man da dann sein Gehirn einmal abgeschnitten und setzt ihn dann in diesen Roboter rein. KI haben wir ein Problem mit als Imperium. Ja. Es gibt auch tolle Abkürzungen. Artificial Intelligence, AI, wird im Imperium als abscheuliche Intelligenz, also die gleiche Abkürzung, aber anderes Wort, benutzt. Und wie gesagt, KI ist absolut verboten. Dafür gibt es aber den sogenannten Maschinengeist. Das ist keine echte KI. Die ist in keiner Weise lernfähig, ist aber interaktionsfähig. Viele höhere Maschinen, also ganz wichtige Technologie, Raumschiffe und dergleichen, haben Maschinengeister. Man sagt natürlich auch dem kleineren, den wenigeren Maschinen nach, dass sie sowas hätten. Also viele sagen auch, das Lasergewehr hat einen Maschinengeist. Es ist aber in den meisten Fällen nicht so. Also ein echter Maschinengeist haben nur Hochtechnologie-Sachen. Der agiert in weiten Teilen als KI. Ist aber, wie gesagt, nicht lern- und entwicklungsfähig und ist wirklich auch eher als Geist zu sehen. Also das ist wirklich so, man betet die Maschine an und der Maschinengeist reagiert auf diese Anbetung. Ja, es ist nicht so, dass du quasi nur ein Befehlsgebet hast, wo du sagst so, ha, bitte, bitte, liebe Maschine, mach das und dann macht's die, sondern du kannst ihn auch verärgern. Ja? Also, was weiß ich, du füllst heute mal das falsche Maschinenöl nach, ja, dann ist dir der Maschinengeist immer sauer und springt nicht mehr an. Ja, oder... Kann auch sein, dass das Lasergewehr nicht funktioniert, wenn du es in Dreck fallen lässt. Das Lasergewehr wurde in Dreck fallen gelassen, ja, geht dann jetzt nicht darum, dass da irgendwie Sand drin ist und da irgendwie dieser Kristall, der da im Inneren sitzt, verschmutzt ist und deswegen nicht mehr schießt. Nee, es geht darum, dass dieser Maschinengeist in dem Lasergewehr, der ist böse auf dich, weil du es nicht ordentlich behandelt hast und deswegen schieße ich nicht mehr. Genau, verweigert er das Dienst. Und das kann dir auch bei Hochtechnologie passieren. Also du kannst auch ein Raumschiff, was riesige Konstrukte sind in Warhammer 40k, ein kilometerlanges Raumschiff, das so gebaut ist, zwischen den Sternen zu reisen, kannst du durchaus verärgern, wenn du es falsch wartest. Tja, dann funktionieren die Waffen halt nicht mehr. Oder sind mir gerade die Void Shields ausgefallen, als du dich auf der Brücke verschanzen wolltest. Whoopsie-do. Ja, also den Maschinengeist zu verärgern, ist keine gute Idee. Aber es ist keine KI, um Gottes Willen nicht. Genau. Ja, ansonsten, Credo, Fleisch schwach, je höher ich aufsteige, desto mehr vercyberter bin ich. Ja, in der Tat. Das fasst im Großen und Ganzen zusammen. Ich glaube, recht viel tiefer müssen wir in Mechanikus-Kult jetzt auch erstmal nicht abtauchen. Ich glaube auch. Sitzen, wie gesagt, auf dem Mars und nicht auf der Erde. Und das ist so deren heiliges Zentrum. Was natürlich das System Terra, das Raumsystem, zu dem Zentrum des Imperiums macht. Das ist auch entsprechend verteidigt, also... Genau, da kann man nicht einfach reinfliegen. Zumindest nicht mehr. Das Chaos hat es früher geschafft, aber ja. Mittlerweile ist das, wie gesagt, also es gibt Menschen, die bezahlen Geld, die arbeiten 60 Jahre lang ihres Lebens, wenn sie es denn schaffen, und stecken dann das ganze Geld, was sie im Laufe ihres Lebens verdient haben, stecken sie dann in einen Rogue-Trader, beziehungsweise in jemanden, der sie von A nach B bringt, dann sammelt er sie in seinem System auf, bringt sie dann nach Terra, sie dürfen dann einmal nach einer fünfjährigen Reise, können sie dann durch das Fenster schauen, sehen dann das heilige Terra, sterben. Sie werden nicht einmal mehr runter
runtergelassen, weil Terra so sehr voll ist an Menschen. Aber naja, sie durften jetzt einmal die heilige Welt sehen und sterben dann ein glückliches Leben, nachdem sie 65 Jahre lang auf diesen Punkt hinausgearbeitet haben. Und ja, das ist dann für denjenigen die Erfüllung seines Lebenstraums. Das ist wie die Hajj. Einmal Pilgerfahrt nach Mekka. Muss sein, in jedem imperialen Leben, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Und das führt auch dazu, dass Terra eine riesige Grabwelt ist. Weil halt viele, viele, viele Pilger einfach kommen, um auf Terra zu sterben. Ja. Und ja, ich glaube, das ist doch ein super Schlusswort. Was für ein Zufall. Habe ich nicht drauf hingearbeitet, aber ich glaube, an der Stelle können wir wirklich Schluss machen. Für so einen kleinen Einblick, wir haben jetzt ganz grob 1,5 Stunden geredet, da kann man noch viel mehr erzählen, man kann da in die Tiefe gehen, ja. Aber ich glaube, wir haben einmal alle Organisationen erwähnt, Namen genannt und das Bild dann, den Überblick, damit kann man dann reinstarten in das Abenteuer. Ja. In der Tat. Was ich natürlich auch empfehlen darf, wer sich einlesen will, Lexikanum ist eine exzellente Ressource. Werde ich verlinken. Sicher First General in die Beschreibung packen. Und ja, als alter Systemfanatiker kann ich nur sagen, um Gottes Willen, lest nicht die Romane. Ja, gibt die Guten, gibt die Schlechten, ne? Je nachdem, welchen Autor man da findet. Ja, man halte sich von Matt Ward fern. Das ist so das Running Meme in der Gemeinschaft. Matt Ward der große Schrecken ist. Aber CS:GO ist mindestens genauso schlimm und lassen wir einfach die Finger davon. Ja. Gut. Ansonsten irgendwelche abschließenden Worte? Irgendwas von dir noch? Abschließende Worte? Ich würde ja gerne einen Klappentext vorlesen, der immer bei 40k steht, aber ich glaube, der macht sich in der Beschreibung besser. Dann werde ich ihn einfach erstmal die Beschreibung tun. Sehr ikonisch. Also wer Warhammer spielt, der kennt diesen Klappentext und der liebt ihn auch. Ja. Ja, in der Tat. Dann vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ja, gerne. Vielleicht hört man sich mal wieder. Genau. Herzlichen Dank. Ciao. Gerne.